Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der weichen 2K20. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen das Häckselgut, beziehungsweise das Gras, wir haben ja Grassilage, ein bisschen niederdrücken. So ist zumindest der Plan. Ein bisschen platt fahren. Damit hier auch wirklich der Gärprozess dann sinnvoll in Gang gebracht werden kann. Wer noch nicht hat, da würde ich mich freuen, wenn er ein Abo da lässt. Abo auf YouTube. Hier, würde mich sehr freuen. Und damit könnt ihr mich eben kostenlos unterstützen. Erfahrt immer, wenn neue Videos online kommen, wenn ihr Bock habt. So. Ah! Mit dem JD klappt's, aber mit dem Massey hat's nicht geklappt. Dass wir hier hoch und runter fahren. Ich glaube, ich muss mich auch mal wieder mit den anderen treffen, ey, ja. Seitdem wir unsere eigenen Höfe haben, passiert nichts mehr. Treffen uns gar nicht mehr. Sind alle viel zu beschäftigt gerade. Da können wir wieder aufmachen hier. Es ist einfach die Luft da drin, die ist nicht so gut. Den ganzen Tag auf dem heißen Bock. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Dünger habe. Ich wollte ja, muss ja das Feld eigentlich mal düngen. Aber ich glaube, ich wollte ja eigentlich auch Bio alles produzieren. Müsste ich eher gucken, ob ich ein bisschen Mist oder sowas schon habe. Oder Gülle, um da Gülle drauf zu werfen. Und dann bräuchte ich auch noch ein Fass, glaube ich. Güllefass habe ich nämlich, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir kommen doch noch mit einer Fuhre danach. Eine Fuhre noch. Nach der hier und dann sind wir durch. Ich hoffe mal, dass das Wetter hält, dass mir das Heu auf der Wiese nicht verschütt geht. Also, dass es nicht vergammelt. So, warte mal. Wenn wir hier rückwärts hochkommen, kommen wir ja vielleicht auch vorwärts hoch.
Rollo. Ah, Mist, ey. Jetzt hat er sich festgehängt. Oh, komm. Allrad. Oh, das ist natürlich nicht gut für die Achse. Ja, jetzt haben wir ihn raus. Ich glaube, ich rufe gleich mal an den Uwe an. Frag mal, ob der heute Abend noch Zeit hat, ein Bierchen zu kippen oder so. Zeit und Lust. Klingelingeling, klingeling. Ja. Servus. Komm her. Du, was machst du heute Abend? Ich bin gerade am Mähen. Ah. Warum? Und dann? Wollte schwaden und dann Ballen pressen. Ja, aber guck mal auf die Uhr, ey. Wie lange willst du noch heute arbeiten? Nachtschicht. Warum? Ernsthaft? Ja. Ich dachte, wir treffen uns mal auf ein Bierchen. Können wir natürlich auch machen, dann muss ich das danach machen. Und Leo ja. Noch dazu und dann passt alles. Ja. Wo treffen wir uns denn? Weiß ich nicht. Hier irgendwo ein Wirt. Ich glaube oben, warte mal, beim Nagelbauern oben, da ist so ein Wirtshaus. Okay. Warte mal. Wirtshof da. Wenn wir gerade auf Google gucken. Nagelbauer. Direkt beim Nagelbauer. Ja, ja. Die haben auf dem Hof ein Wirtshaus. Also eine Alm, schön. Ja, ja. Ja, gut, dann treffen wir uns da. Ja, dann komm ich gleich vorbei. Ja, nicht gleich. Ich muss jetzt noch eine Ladung Gras einfahren, verdichten. Mhm. Und dann hätte ich Zeit. Also hast locker noch so eine Stunde. Ah, dann krieg ich ja noch gewendet. Boah, je nachdem. Gut, dann freue ich mich. Bis später dann. Jo, bis später. Tschö. Tschö. Also mal. Guck mal, die Sonne geht schon unter und der will hier die Nacht durchackern, ey. Der kennt auch keinen Feierabend. So, letzte Bahn. Dann haben wir nämlich alles Gras aufgesammelt. Dann müssen wir nur noch verdichten. Warte mal, ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Stunde. Oh, wir haben 21 Uhr. Ah, um 10. 10 ist gut auf dem Bierchen. Muss mich aber sputen ein bisschen mit dem Verdichten, glaube ich. Mal gucken, ob ich hier Zwillingsbereifung drauf krieg. Ob ich die da hab. Ja, nimmer.
So. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, was ist denn jetzt los, ey? Kann ich nicht mehr fahren oder was? Noch gar nichts getrunken. So, stellen wir den da drüben erstmal rein. Brauchen wir dann später. Ah ne, Heu machen wir ja. Heu machen wir ja nicht. Heu machen wir ja in Ballen. Dann mal gucken, ob ich die Ballen vielleicht hier ins Fahrsilo reinmache. Nee, das wäre doof. Das Gute ist ja, ich hab's nicht so weit zum Nagelbauen. Oh, Fenster noch offen. Zweihunderttausend Silage. Das ist schon mal gut dann. Und vor allem fürs erste Mal sieht sogar ganz in Ordnung aus. Müssen wir nächstes Jahr noch ein bisschen dran feilen. Oder im Herbst. Dass wir hier besser einlagern. Ups. Ich weiß gar nicht, habe ich ein Gewicht? Habe ich mir ein Gewicht gekauft? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Gewicht wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Ja, da muss ich aber noch ein paar Mal hin und her fahren. Mal kurz gucken, ob ich ein Gewicht habe, ey. Weil sonst fahre ich mich hier zu Tode. Da nicht. Nee, da drin auch nicht. Kein Gewicht. Mist, ey. Ist das so? Vielleicht hätte ich zwischendrin mal platt fahren sollen. Wäre wahrscheinlich dann schneller gegangen. Nach jeder Ladung oder zumindest nach jeder zweiten. Aber wir sind noch im Lernprozess. Also wir werden das schon noch so optimieren, dass wir da gut wirtschaften und alles. Ist unser erstes Jahr hier als selbstständiger Bauer. Soll ich mir vielleicht mal aufschreiben dann, was ich alles noch brauche? Güllefass. Was habe ich vorhin noch gesagt? Ich glaube, ich muss jetzt aber Pause machen. Klingelingeling, klingeling. Ja. Oh, du, bist du schon auf dem Weg? Nee, ich fahr jetzt los. Ja, mal langsam. Ja. Ich muss nämlich eigentlich noch verdichten, ey. So. Ja, nicht, dass es heute Nacht zu viel Feuchtigkeit zieht. Mhm. Bin gerade bei 62%, ey. Weißt du, wie lange das dauert? Das ist ja unnormal. Vor allem, ich habe mein Gewicht. Mit was fährst denn du drüber? Mit meinem JD, mit Zwillingsbereifung. Hat ja noch. Hm? Anita hat ja noch. Ich dachte, du fährst jetzt mit dem kleinen MF oder so da drüber. Nee. Aber trotzdem. Dauert. Hab 200.000, über 200.000 Häckselgut drin. Ist was. Ja. Ich habe auch unten ein paar Ballen, bestimmt so 30, 40 Ballen an Silage. Hast du Silageballen gemacht? Ja. Okay. Ja, ich Silage habe ich ins Fahrsilo. Heu mache ich dann Ballen. Ja, Heu muss ich jetzt auch mal gucken. Ich habe unten noch ein bisschen der Wiese liegen. Guck, na, Heu ran krieg hier. Ja, brauche ich auch unbedingt.
Ich habe ja auch die Wiese noch liegen irgendwie. Ich glaube, ich muss nochmal drüber wenden. Glaube ich auch. Vor allem, wenn es morgen noch liegt, dann ist sowieso wieder erstmal zu feucht. Ja, hoffentlich regnet es diese Nacht nicht. Ja, das kannst du laut sagen. Deshalb wollte ich unbedingt die Silage auch noch abdecken. Ja. Ah, ich wollte jetzt, ich mache jetzt hier oben die neue Wiese. Die ist oben am Hang über dem Kuhstall bei mir. Bin ich gerade am Schwadern. Und dann wollte ich den nächsten Schnitt unten auf den Wiesen Heu machen. Okay. Ich da auch so 40 Heuballen oder so krieg. Ja. Habe ich schon mal was. Ja, ich hoffe, dass ich mit allem, was ich habe, dann erstmal zurechtkomme. Ja, ich hoffe auch, weil ich habe 80 Kühe jetzt, ne? Was, so viele hast du schon? Ja, ich habe ja die Tage eine Großbestellung gemacht. Ich habe immer noch nur meine 6 ein. Ja, ich muss auch mal ein bisschen auffüllen. Aber mir fehlen auch noch ein paar Gerätschaften. Von dem her muss ich warten, bis Leo da ist. Ich glaube, hier oben kann ich aber auch nicht mit der Ballenpresse pressen, ey. Ich glaube, das ist zu gefährlich, wenn da ein Ballen runter in das Gehege rollt. Tja, die Gefahr haben wir hier. Ja, vor allen Dingen, das ist direkt über dem Kuhstall. Ja. Naja. Ah, ich fahr jetzt los, Kuhstall? Ansonsten, wenn du noch nicht da bist, komme ich mal hoch zu dir, helfe ich dir. Ja, ich habe auch noch einen. Ja, 83 habe ich jetzt gerade. 5 Minuten, eine halbe Stunde oder so brauche ich wahrscheinlich noch. Gut, bis dann mal. Jo, tschüss. So. Ja, das dauert ewig, vor allem ich habe kein Gewicht. Aber naja, wir machen das jetzt mal fertig und dann treffen wir uns nachher mit Udo. Da heben wir 1, 2 und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.